Ist das ein Gaudi gestern auf dieser Reise? Das Friedenslicht heimbringen war gar nicht so einfach, wie der Plotsch sich das vorgestellt hat. Die Ministranten haben ganz viele Laternen mitgenommen, dass, falls eine Kerze auslöscht, sie noch eine hatten, die brennt. In jeder Kurve hat sich der Zug etwas geneigt und dann ist das eine oder andere Flämmchen wieder gelöscht. Mit Ach und Krach haben sie dann die Kerzen wieder angezündet und so das Flämmchen unter grossem Gekicher sicher heimgebracht. Die Reise bleibt dem Plotsch noch lange in Erinnerung. Der Plotsch hat gar nicht so richtig gewusst, was Ministranten eigentlich sind. Sie haben ihm aber erklärt, dass sie beim Gottesdienst ganz wichtige Aufgaben haben. Sie bringen zum Beispiel Brot und Wein zum Altar. Sie haben Kerzen, wenn der Pfarrer von Jesus erzählt. Mit den Altarglocken läuten sie Leute und manchmal die Leute wecken, die vielleicht bei der Predigt eingeschlafen sind. Aber am allerliebsten die sie mit Weihrauch die ganze Kirche einnebeln. Und wenn man dann vor lauter Rauch den Pfarrer nicht mehr sieht, dann haben sie ihr geheimes Ziel erreicht. Meine finden das aber ziemlich lustig, die anderen Leute nicht immer. Es gibt darum Leute, die schmecken Weihrauch gar nicht gern. Aber Ministranten sind einfach lustige und coole Leute. Er hat von ihnen viele neue Witze gelernt. Zum Beispiel den. Wieso machen Müsli keinen Sport? Weil sie Angst haben vor einem Muskelkater. Oder könntest du den? Der Fritzli fragt den Lehrer: Dir, Herr Lehrer, kann man für etwas bestraft werden, was man nicht gemacht hat? Darauf sagt der Lehrer: Nein, natürlich nicht. Ah, gut, sagt der Fritzli. Ich habe meine Hausaufgaben darum nicht gemacht. Oder noch eine. Sagt der Ministrant zur Sakristanin: Was suchst du eigentlich in der Bibel? Die Sakristanin antwortet: Hä? Das Rezept, wie man aus Wasser Wein macht, denk. Daheim angekommen, zeigt der Plotsch in der Engel-WG die Fotos auf dem Handy, die er und meine unterwegs gemacht haben. Willst du sie auch anschauen? Er hat sie auf Insta und im Facebook gepostet. Geh doch mal schauen. Das Friedensflämmli kannst jetzt auch du zu dir heimbringen. In unseren Kirchen steht überall eine grosse Kerze. Sie ist gut angeschrieben. Von dieser Kerze darfst du das Flämmli entweder auf eine Kerze nehmen, die du von den Heimen mitbringst, oder du kannst auch eine Kerze in der Kirche kaufen. Am besten holst du das Flämmli mit einer Laterne ab, dass es auf dem Heimweg ja nicht auslöscht.